Ja, hallo und herzlich willkommen zum Coffee Break Training Session. Heute aktuelles Thema Cyberrisiken und Gegenmaßnahmen und im speziellen E-Mail-Sicherheit und das heute mit Agnes. Servus, hi. Hi. Möchtest du 2 Worte über dich verlieren oder wollen wir direkt in die Präsentation einsteigen zu dem Thema? Das Ja, mache ich dann hallo gleich mit und herzlich Präsentation. willkommen zum Coffee Genau, Break soll oder ich wollen gleich wir auch direkt in die starten, Präsentation teilen? einsteigen? Heute aktuelles, also aktuelles. Gut, perfekt. Dann würde ich sagen, schalte ich direkt um und dann kann es losgehen. Genau. So. Ja, ich hoffe, ihr habt euch dann heute einen guten Kaffee gebrüht, um zusammen mit Kai und mir eben eine kleine Websession live zu starten. Mein Name ist Agnes Mitzigalla. Ich bin von der Hornet Security GmbH und ja, dieses kurze Webinar, Live-Session, Training-Session, das soll euch einmal eben mitnehmen in die aktuelle Welt der Cyberrisiken und ganz speziell möchte ich dann eben auf die aktuelle Bedrohungslage in Zeiten von Corona eingehen. Okay. Und die aktuelle Bedrohungslage ist leider weiterhin, E-Mail ist Angriffsvektor Nummer 1. Das hat das BSI für das Jahr 2019 herausgegeben und ist eben wiederholt zu diesem Ergebnis gekommen. Ja, deckt sich mit dem, was wir ohnehin natürlich täglich im Kampf gegen Spam- und Virenattacken verzeichnen. Wir sehen also hier 2019, 92% aller Malware wurde eben per E-Mail in Umlauf gebracht. Und die aktuelle Bedrohungslage zeigt eben auch, dass es so weit geht, dass wir im letzten Jahr im Global Risk Report neben dem Klimawandel und der Massenarbeitslosigkeit eben auch die Cyberangriffe in den Top 3 der globalen Bedrohungen für Unternehmen aufgelistet sehen. Das kann man sich unten sieht man die Quelle, da kann man sich das auch noch mal selber ziehen, wenn man möchte. Frage, die man jetzt beantworten will: Warum ist das eigentlich so? Warum ist die E-Mail das Einfallstor Nummer 1 auf der Beliebtheitsskala sozusagen neben den anderen Angriffen so weit vorn? Nun, warum 92% der Malware per E-Mail in Umlauf gebracht wurde und eben nur ein kleiner Teil auf anderem Wege ins Unternehmen gelangt, will ich kurz erklären. E-Mail-Adressen sind einfach zu ermitteln. Man muss sich mittlerweile für alle möglichen Dienste, Leistungen, Konten, online anmelden, um weitere Aktionen durchführen zu können. Und Dienste miteinander zu verknüpfen, wie zum Beispiel auch hier bei dieser Live-Session. Man hat also seine E-Mail irgendwo verknüpft. Bei Webinaren melden Sie sich dann eben mit Ihrer Business-E-Mail an und erhalten eine Einladung in Ihren Outlook-Terminkalender. Und hierbei muss eben ein Angreifer keine speziellen Authentifizierungen mehr durchlaufen, um E-Mail-Adressen zu sammeln oder zu erhalten. Da reicht zum Teil eben schon die eigene Webpage des Unternehmens. Ich glaube, wir kennen alle diese diese Internetseiten, wo sich Unternehmen vorstellen, klassisch, schön mit dem Reiter über uns oder das Team oder wir stellen uns vor. Vor. Diese Internetseiten, das sind alles wunderbare Möglichkeiten, Daten zu sammeln, aber eben auch ganz simpel Xing und LinkedIn, ne? Und in der Geschäftskommunikation ist und wird eben aber noch lange bleiben, die E-Mail das offizielle Kommunikationsmittel der Wahl. Ob man nun intern per Skype kommuniziert, Slack oder Teams eben auch firmenübergreifend kommuniziert, die E-Mail bleibt eben insbesondere das offizielle Medium für sensible Daten und Inhalte, Kalkulationen via Excel, Verträge, Anpassungen. Das kommt halt alles via PDF-Anhang. Und komfortabel an der Stelle für den potenziellen Angreifer ist die Tatsache, dass man den Mitarbeiter sehr gezielt anschreiben kann. Also meist durch Adressen wie Vorname, Punkt, Nachname, @. Das heißt also, man kann hier durch das Ermitteln dieser Daten in seiner Message sehr
persönlich werden. Und warum das wichtig ist, gerade in Zeiten von Corona für die Angreifer oder warum das lukrativ ist, das zeigen wir dann eben jetzt. Wir sehen im Security Lab nämlich deutlich, dass die Coronavirus-Betrugsmaschen aktuell noch weiter zunehmen, beispielsweise eben in Form von gefälschten E-Mails von Gesundheitsämtern oder Phishing-E-Mails von angeblichen Wohltätigkeitsorganisationen, die für Spenden für medizinische Notfalleinrichtungen bitten. Und einige Beispiele habe ich hier eben aus den Medien aufgegriffen und zusammengefasst. Ich glaube, hier oben links bei der Tagesschau wird allein schon durch das Wording klar, es handelt sich um Angriffe, die ganz speziell auf die momentan sehr aufgewühlten Gemüter und Emotionen der Empfänger setzen. Ne? Der Enkeltrick 2.0 ist jetzt also auch weiterhin das Spiel mit der Angst, aber auch ja der Appell an das Gute im Menschen, aber auf einer neuen Ebene. Hier habe ich ein Beispiel mitgebracht, also ein Beispiel wirklich aus unserem Security Lab. Die E-Mail haben wir herausgefischt, wo es darum ging, durch einen Download die aktuellsten Erkenntnisse zu möglichen Coronavirus-Symptomen zu erhalten, wenn man eben diese Safety Measures anklickt. Später ging es dann eben mit E-Mails weiter, die die aktuellsten Zahlen der Infizierten in ihrer Region im Anhang verschickten, wunderbar angepasst durch das vorherige Ermitteln der Postleitzahl ihres Firmensitzes. Und dann geht es eben auch weiter mit Social Engineering, denn wenn man den Namen dieser Ärztin hier unten aus der E-Mail sucht, dann findet man auf den ersten Blick eben doch schon einige Treffer auf Google, zum Beispiel ein angelegtes LinkedIn-Profil und angebliche Veröffentlichungen in Google Books habe ich da welche gefunden. Tatsächlich eben auch in Verbindung zu Asthma, COPD oder anderen Lungenkrankheiten. Also das ist alles wunderbar inszeniert, nicht echt und im Vorfeld relativ einfach erstellt worden, um diesen Angriff eben so gut und gezielt wie möglich vorzubereiten. Und die Frage, die man sich an der Stelle eben stellen muss, wie weit geht der Einzelne hier vor dem Rechner sitzend investigativ vor? Wie viel Zeit investiert der Mensch vor dem PC, bevor er auf diesen Anhang klickt? Ne? Also auch jetzt in der Präsentation hier. Wem ist aufgefallen, dass bei medicalsupport@who.com das L fehlt im Header bei der E-Mail-Adresse? Und da kommt eben wieder die Emotion ins Spiel. Ne? Wenn wir aufgewühlt sind und so etwas sehen und vielleicht Angst haben, weil Oma ist eben Risikogruppe oder so, dann ist es eben die Emotion, die dann vielleicht einfach dann einen übermannt und dazu führt, dass man doch eher geneigt ist, hier drauf zu klicken. Mittlerweile warnt sogar die Verbraucherschutzzentrale vor den Phishing-Mails, weil ja der Name der Sparkassen auch schon genutzt wurde, um an Daten zu gelangen. Man sieht es hier rechts in sehr gutem Deutsch, ne? Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, Ihre Sicherheit und Gesundheit und auch die unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen. Schönes Deutsch, was dort als vorgegebener Grund genannt wird, warum man jetzt hier Daten aufnehmen muss, klingt legitim. Ne? Also wer weiß schon, ob die Sparkassen nicht wirklich kleinere Filialen geschlossen haben, beziehungsweise haben sie ja auch, das wissen wir ja. Und das zeigt eben, die Corona-Krise ist eine willkommene Abwechslung für Angreifer, weil sich im Grunde die ganze Welt in einem Ausnahmezustand befindet. Und ein Zustand, der im digitalisierten Zeitalter, den es halt so noch nicht gegeben hat. Ne? Also eine globale Pandemie, auf die es leider noch kein Lösungsschema F gibt. Und wie vorhin eben auch schon erwähnt, deuten die Zahlen aktuell darauf, dass zunächst kein Ende in Sicht ist. Es ist ganz einfach zu lukrativ und auch viel zu einfach im Darknet so ein kleines, fertiges Angreifer-Kit
im Paketpreis zu bestellen. Das startet ab $20, kommt man relativ einfach dran. Man muss sich jetzt nicht mehr selber da irgendwo reinsetzen und großartig coden oder irgendwas programmieren. Also es ist definitiv ein Erfolgsmodell, was relativ einfach ist. Das Einzige, was ich hier noch an der Stelle sagen möchte, manchmal ändern sich eben die Trends der Angriffe. Ich erinnere da eben ganz gern an die DDoS-Attacke vom RWE letztes Jahr, wo die Homepage tagelang down war, ne? Nachdem in der Presse angekündigt wurde, dass man den Hambacher Forst roden möchte. Aber eben mit Phishing-Attacken und Datenklau durch Emotet gelangt man an viel mehr möglichen Gewinn durch Erpressung von Geldern. Und die Gegenmaßnahmen, die wir in Zusammenarbeit hier mit Kai und seinem Team bei Osthoff Innovations zur Verfügung stellen, das möchte ich euch einmal kurz an einer Phishing-Attacke, nochmal ein anderes Beispiel hier, einmal demonstrieren zum Datum. Wir sehen hier oben 19.12.2019. Diese Attacke ist 6 Monate alt und im digitalen Zeitalter, also schon eine halbe Ewigkeit alt. Weshalb Fridays for Future aktuell bei den Angriffen in unserem Security Lab nicht mehr so häufig gesehen werden. Also dennoch hier deutlich der Bezug auf ein bestimmtes Ereignis, in dem Falle dann eben vor Corona, ne, Greta Thunberg, beziehungsweise in ihrem Namen wird ein Attachment verschickt, eine Einladung, wo Ort, Zeit und Datum des nächsten Klimaprotestes gedownloadet werden können. Ja, und mit unserer Anti-Threat Protection wäre eine solche E-Mail eben gar nicht erst in Ihrem Postfach gelandet. Der Mitarbeiter müsste sich gar nicht erst großartig darüber Gedanken machen, klicke ich nicht, was habe ich eigentlich in den letzten Schulungen gelernt, die der Chef hier aufgesetzt hat, bin gerade vielleicht doch emotional etwas aufgewühlt, na, ich schaue mal nach. Passiert mit uns eben nicht. Eine E-Mail wird verschickt. Wir befinden uns auf der linken Seite im grünen Feld. Erst einmal gelangt eben eine solche Greta- oder Corona-Mail in unseren Spam- und Virenfilter und werden dort schon mal als verdächtig markiert. Dann wird diese verdächtige E-Mail weitergereicht und die Anhänge, die Dokumente, PDFs, Executables, die werden durch heuristische Filtermechanismen geprüft. Ja, da befinden wir uns in dem blauen Feld, das sind unsere Server. Ja, diese E-Mail ist noch nicht auf Ihren Servern, der Müll ist noch nicht auf Ihren Servern gelandet, sondern noch bei uns. Es werden dann statistische Analysen erhoben, also Makros, URLs, Metadaten untersucht, bevor es dann eben gegebenenfalls weiter in die Sandbox geht, immer noch bei uns, blaues Feld, wo nochmal zusätzlich mehr als 500 verhaltensanalytische Sensoren greifen und testen. Und das kann man sich so vorstellen, wie unterschiedliche virtuelle Maschinen mit diversen simulierten Betriebssystemen, wo dann auch mal die Zeit zum Beispiel 10 Jahre vor, 100 Jahre zurück und so weiter gedreht wird. Es wird also alles dran gesetzt, um diesen Anhang kontrolliert zur Ausführung der Aktionen zu zwingen. Das heißt, der Anhang wird also innerhalb unserer Systeme detoniert und beobachtet, sodass Sie dann eine entsprechende Berichterstattung und Datenanalyse in Form eines Reports erhalten. Wie Sie zu diesem Report gelangen, möchte ich zeigen, indem ich einmal kurz auf unsere GUI zu sprechen komme. In unserem Control Panel können Sie dann die Inhalte Ihrer Mailbox sehen und gleichzeitig auch eine Übersicht erhalten über die einzelnen Kategorien. Hier oben sehen wir im E-Mail-Live-Tracking die ganzen Kategorien, die Sie dann eben einschalten oder hinzuschalten oder ausschalten können, um hier dann eben die Ergebnisse zu erhalten. Wir nutzen jetzt hier einmal für das Beispiel ATP, da oben in dunkelblau. Sollte also eine E-Mail durch unser ATP gestoppt worden sein, würden Sie diese E-Mail hier in Ihrer Box trotzdem in der Übersicht markiert finden und können sich eben hier weitere Informationen ansehen und einen Report ziehen können. Also unser Control Panel ist keine Blackbox. Alles ist für Sie im Self-Service mit Unterstützung
von Osthoff Innovations eben möglich. Und wie so ein Report aussieht, das zeige ich jetzt. Dieser Report, der basiert auf einem Scoring, welches wir vergeben. Das sehen Sie hier oben rechts. In dem Falle ist es das Scoring 10 von 10. Und wir geben Ihnen eine Zusammenfassung, eine aufgedröselte Zusammenfassung an die Hand, wo Sie eben die einzelnen Aktionen der Malware in Kategorien aufgeteilt sehen können. Also ich fange mal oben an, da sehen wir dann schon einiges ist grün. Das ist nicht verdächtig, wie zum Beispiel die Anfragen zum Computernamen. Dann geht es weiter runter in die gelben Felder. Das wären dann schon kritischer zu betrachten. Also hier die Binärdatei enthält wahrscheinlich verschlüsselte Daten. Muss nicht schlimm sein, kann aber, also Augen auf. Und rot markiert sind dann wirklich die Verhaltensweisen, die wir als extrem kritisch betrachten. Also zum Beispiel der Punkt hier, versucht Beweise für das Herunterladen von Dateien aus dem Internet zu entfernen. Das ist ziemlich suspicious in dem Fall. Und insgesamt kommen wir eben zusammen mit den Header-Daten, die Sie zur Verfügung gestellt bekommen, und diesen Informationen zu dem Scoring und können dann eben unter anderem auch, wenn Sie hier diese Aktionen einzeln anklicken, sich sogar die einzelnen Screenshots angucken, wie das ausschaut, was passiert. Aber der Großteil der Viren, die eben massenhaft versendet werden, die erkennen schon unsere Virenfilter, die signaturbasiert arbeiten. Das heißt, hier landet das meiste, was herausgefischt wird, aber eben ein weiterer Teil der Angriffe umgeht eben diese signaturbasierten Filter, weil es zum Beispiel neue Virentypen sind, die sehr gezielt und angepasst stattfinden und die durch den Standardvirenfilter nicht erkannt werden. Und hier eben der zusätzliche ATP-Filter greift und neue spezielle Typen von Viren und Angriffen erkennt. Also zum Beispiel veränderte oder mutierte Angriffstypen wie oder ähnlich wie Locky oder Emotet und dann eben blockiert. Und ATP bietet aber eben nicht nur den Schutz vor Phishing-E-Mails, die dazu verleiten sollen, innerhalb von Dokumenten auf Links zu klicken. Der Schutz geht eben bei uns einige Schritte weiter, um auch vor ausgeklügelteren Angriffen, die ohne verdächtige Links ausgeführt werden, zu schützen. Man sieht hier den Schutz vor Ransomware und die Targeted Attacks als Beispiel, mein Lieblingsbeispiel tatsächlich. Bei den Targeted Attacks handelt es sich nämlich meistens um eine Attacke, die auf C-Level-Ebene von langer Hand geplant ist und gänzlich ohne Malware auskommen kann. Also meist die Erpressung von Geld durch Veröffentlichung privater oder sensibler Daten ist hier das Ziel. Und in unserem ATP werden eben Metadaten und Inhalte geprüft. Zum Beispiel beinhaltet die E-Mail, die da geprüft wurde, Kontoverbindungen, also Zahlenaneinanderreihungen. Schreibt der CEO häufig mit dem Controlling oder ist das eher eine ungewöhnliche Verbindung? Duzen die sich? Siezen die sich in dem Unternehmen? Wie ist das eigentlich? Und hier werden dann eben gefälschte Absenderidentitäten erkannt und blockiert. Aber dieser Filter ist per Default in unserem ATP-Feature nicht eingeschaltet, da es sich eben um einen sehr sensiblen KI-basierten Filter handelt. Der muss angelernt werden. Und in den ersten Tagen kann es dann eben auch passieren, dass noch False Positives generiert werden. Deswegen muss man den eben in Zusammenarbeit mit Osthoff Innovations dann eben im Blick behalten für die ersten Tage. Also wie gesagt, der Filter ist per Default im ATP nicht eingeschaltet, aber er ist da für Sie kostenfrei sozusagen. Ein weiterer interessanter Baustein: Sandbox Engine, natürlich, Dateianhänge werden in einer Vielzahl von Systemumgebungen eben ausgeführt und das Verhalten analysiert. Da bin ich vorhin schon drauf eingegangen. Das URL Rewriting, das heißt also, wir schreiben die URLs innerhalb der E-Mail um. Sie werden durch unsere Proxys geschützt, wenn Sie dann eben den Link doch anklicken sollten, bis
zum Ende der Websession. Das ist ganz wichtig. Also egal, auf welcher nachher geklickten Webseite sich zum Beispiel Malware versteckt, sie sind durchgehend durch uns geschützt, bis sie eben auf das X oben rechts klicken. Das URL-Scanning, das ist ganz wichtig, es belässt dann eben die E-Mail in der Originalform, das ist ganz wichtig für die Archivierung und natürlich auch das Freezing verdächtiger E-Mails, die dann eben für einen kurzen Zeitraum, wir sprechen hier von Sekunden, zurückgehalten werden. Es gibt noch eine Reihe anderer Analyse-Engines, die wir haben, aber bevor diese Coffee Break Session zu einem Bingo ausartet von Anglizismen, gehe ich dann einmal weiter. Im Nachgang könnt ihr natürlich gerne auf uns zukommen, dann verschicken wir gern auch noch weitere Informationsdokumente dazu, White Paper oder One Pager zum ATP, aber hier gehe ich dann erstmal weiter. Ein besonderes Beispiel, das möchte ich noch kurz trotzdem erwähnen, ist eben der interessante Baustein, die Malicious Document Encryption. Und wie der Name eben schon verrät, werden hier verschlüsselte E-Mail-Anhänge durch passende Textbausteine einer E-Mail entschlüsselt. Und das entschlüsselte Dokument wird schließlich einer tiefergehenden Virenüberprüfung unterzogen. Geht also dann erst weiter seinen Weg in die Sandbox. Ganz interessant, weil wir in letzter Zeit eben auch zusätzlich gesehen haben, dass die Anhänge nicht mehr einfach nur verschickt werden, sondern eben auch, damit ein Gefühl von Sicherheit vermittelt wird, werden die Anhänge mittlerweile verschlüsselt und das Passwort befindet sich dann irgendwo vielleicht fettgedruckt in dem E-Mail-Text. Also mit diesem Feature, Malicious Document Encryption, funktioniert das trotzdem nicht, landet trotzdem bei uns in der Sandbox. Ganz kurz nur zu uns, wer uns noch nicht kennt oder wer uns noch nicht auf einer der vielzähligen ITSA noch nicht gehört hat. Wer ist Hornet Security? Die Hornet Security Group ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Hannover. Das sehen wir an den ganzen pinken kleinen Nädelchen dort, eurozentristisch. Wir haben 3 Rechenzentren hier in Deutschland, haben 11 Office-Standorte mittlerweile, aber auch weltweit und wachsen immer weiter und haben mittlerweile auch 9 Rechenzentren auf der ganzen Welt, wenn man da an Big Data denkt, von Vorteil für Sie. Was machen wir alles? Produktübersicht, seit 2017 gibt es die Hornet Security GmbH schon, damals angefangen, vielleicht sagt das einigen was, als Anti-Spam Europe. Mit dem Spam- und Virenfilter gestartet und kontinuierlich weitergemacht, Features entwickelt, die Kunden gebraucht haben, in Zusammenarbeit mit den Kunden zum Teil auch. Da sehen wir eben die Palette von Continuity über Signature- und Disclaimer-Dienst, Archivierung, das ATP-Feature oben in Rot, das sehen wir, das haben wir heute besprochen, Verschlüsselung und als neuester Zugang die Total Protection für Microsoft 365 Kunden. Das sind 2 Bundles, die wir haben, einmal Business, einmal Enterprise, wo Sie dann all diese Features und Produkte als Bundle für Microsoft einkaufen können. Warum sind wir aber für Sie als externe und ausgelagerte IT-Security in der Cloud so erfolgreich? Mitunter natürlich durch die Mitarbeiteranzahl. Wir sind mittlerweile, mittlerweile weit über 200 Mitarbeiter der Hornet Security, aber eben auch durch das Prinzip des Security Labs. Ich nenne es gern den ewigen Kreislauf, Circle of Life. Wir haben Abteilungen mit einer Vielzahl Mitarbeiter, die sich eben rund um die Uhr damit beschäftigen, Angriffstrends frühzeitig zu erkennen, die dann wiederum Hand in Hand mit unseren Engineers arbeiten, welche die adäquaten Tools zum Schutz entwickeln und weiterentwickeln. Also da befinden wir uns dann in dem Feld rechts oben, Prevent. Gleichzeitig natürlich und durchgehend wird überwacht, detected, da befinden wir uns dann unten, und inspiziert. Und dieses Detection Lab, das gibt eben die Erkenntnisse und die Empfehlungen weiter
kippt das in Gegenmaßnahmen ein, sodass wir immer schnell reagieren und nachsteuern können, um den Blick wieder und weiterhin in die Zukunft richten zu können, um neue Angriffsmethoden frühzeitig vorauszusehen und entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Also mittlerweile wirklich eine große Anzahl Mitarbeiter, die hier rund um die Uhr 24/7, 365 Tage im Jahr inklusive Nachtschichten tatsächlich für ihre Sicherheit sorgt. Also dann, was haben wir hier? Eine kleine Zusammenfassung, genau, Kaffee leer, Gemüter noch wach, Schnelldurchlauf der Themen also heute. Aktuelle Risiken habe ich einmal hier zusammengefasst. Cyberangriffe zählen zu den globalen Top 3 der Bedrohungen unserer digitalisierten Zeit. 90% der Malware kann super easy einfach ins Unternehmen gelangen, also ohne große Anstrengungen. Das habe ich gezeigt und warum das so ist, habe ich auch eruiert. Und in der schnelllebigen Zeit ist ein fortlaufender Prozess der IT-Sicherheit ein Muss. Bin ich gerade noch drauf eingegangen, ne? Unser ewiger Kreislauf. Und mit unserer Cloud-Lösung halten wir einfach den ganzen Müll von Ihren Servern fern. Wir als E-Mail-Security-Spezialisten kümmern uns drum. Das gelangt gar nicht erst zu Ihnen. Und interessant für eure Datenschutzbeauftragten und Legal-Abteilungen sind vielleicht dann auch noch folgende Punkte. Wie gesagt, 3 georedundante Rechenzentren in Deutschland, wo unsere deutschen Kunden drüber laufen. Die Hornet Security hat ihren Sitz in Hannover. Wir sind also eine GmbH nach deutschem Recht, so auch der Vertrag, der mit uns geschlossen wird. Und natürlich dann auch die entsprechende AVV nach Bundesdatenschutzgesetz, die ihr dann von Kai und mir zur Verfügung gestellt bekommt. Sollte es im Nachgang noch Fragen geben, gern auf mich zukommen, gern auf Kai und sein Team zukommen. Ich glaube, wir beenden dann jetzt die Session. Der Kaffee ist leer oder mittlerweile auch schon kalt. Genau, schreibt uns an, quatscht uns voll, stellt uns Fragen. Wir sind auf jeden Fall für euch da. Perfekt, vielen Dank. Vielen Dank, Agnes. Jo. Ich fand besonders cooles Beispiel von der WHO. Wir haben auf unserer Internetseite, glaube ich, auch so ein Beispiel mit unserer eigenen E-Mail-Adresse nachgestellt. Und da haben wir einfach mal das Osthoff mit einem App ausgestattet, extra so eine Domain gebucht. Und ja, natürlich fällt jeder drauf rein. Ne? Also vollkommen klar, keiner kann das erkennen und keiner schaut ganz genau so auf diese E-Mail-Adressen. Definitiv, ja. Ja, absolut. Ja. Ja. Also man kann diese E-Mail noch weiter zerpflücken, aber ich glaube, das Wichtigste ist ja hier klar geworden. Ne? Also ob es jetzt das Greta-Beispiel ist oder WHO, allein schon, wenn man sich eben anguckt, wie schön dieses Logo ist. Es ist halt eben nicht mehr der Prinz aus Zamunda, der da nicht mehr weiß, wohin mit seinen Millionen und dann eben die Web.de-Adressen zuspammt, sondern das handelt sich hier schon wirklich um sehr ausgeklügelte Techniken und so gesehen, ja. Ja, nee, also super professionell. Man kann Leuten keinen Vorwurf mehr machen. Ja, super professionell gemacht und man kann einfach, egal ob es jetzt in Zeiten von Corona irgendwelche WHO-Nachrichten sind oder ob es die CEO-Fraud-Angriffe sind und so weiter und so fort, man kann da überhaupt niemandem mehr einen Vorwurf machen, weil das so perfekt ankommt. Da ist man einfach chancenlos. Ja? Also da muss man auch tatsächlich sagen, da sind wir auch froh bei den Kunden, die sozusagen das Rechenzentrum von euch vorgeschaltet haben. Da wissen wir eigentlich im Großen und Ganzen, es kann nichts passieren. Ne? Niemand ist perfekt, ja? Das geht einfach in dem Bereich nicht. Aber wir haben da schon eine sehr große Ruhe drin, gerade auch im Hinblick auf Office 365 oder Microsoft 365 jetzt, dass man eben da auch den Schutz auch zusätzlich braucht, ja, weil auch Microsoft Richtig. Muss sich ja irgendwie schützen. Ja? Genau. Ja. Perfekt. Dann vielen Dank für deine Zeit und ja, sehr gerne. Einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bis dahin. Bis dann. Ciao.